Meine Road to Champ in 1v1 geht weiter. Diesmal heißt der Gegner Serko und er hat den ein oder anderen Bauerntrick parat. Hier dachte ich, er hatte gar keinen Boost mehr, aber er hat mich gebaitet. Dann wirkte er nach dem Kickoff etwas verwirrt. Dann dachte ich, ich hätte kurz Zeit an der Backboard, aber nicht mit Serko. Auf seine Demos muss ich wirklich aufpassen. Insgesamt erhöhte er sogar auf 4:1. Ich musste meinen kompletten Playstyle ändern, denn er spielt sehr clever. Die Änderungen zeigten auch gleich Wirkung. Ich konnte mit 2 Treffern zu ihm aufschließen. Doch er blieb unbeeindruckt und schenkte mir diesen Hookshot ein. Und auch mit seinem Schuss zum 6:3 habe ich nicht gerechnet. Doch ich weigere mich, dieses Spiel aufzugeben. Er gab mir ein bisschen Platz und wer mich kennt, weiß, was das bedeutet. Direkt danach konnte ich ihn hier outplayen und damit war ich nur noch ein Tor hinten. Danach wurde mein Gegner nervös und ließ sich hier outfaken. Er wurde auch immer aggressiver. Und zum Schluss zahle ich ihm den Hookshot von vorhin zurück. GG an meinen Gegner und das heißt...